solche Macht. Wir haben uns schon umgesehen. Und ein Spaziergang ist es nicht. Selbst mit der Hilfe von uns Vieren wird es ein harter Kampf. Eure Absicht ist wie immer gut, Silvari. Aber rechnen müsst ihr noch üben. Soja, ihr kommt uns helfen? Meint ihr, ich lasse euch ohne ein echtes Genie gegen einen Altdrachen kämpfen? Soja, ich muss euch etwas sagen. Ich weiß, ihr fühlt euch schuldig wegen Snuffs Tod. Ich selbst gab euch viele Jahre die Schuld. Aber würdet ihr ohne meine Hilfe jetzt scheitern, fühlte ich mich schuldig. Snuff hätte gewollt, dass ich hier bin. Ich danke euch. Was wolltet ihr sagen, Keith? Ara war einst die Stadt der Menschengötter. Auch als sie diese Ebene verließen, blieb sie ein goldener, schöner Ort. Bis die Torheit der Menschen sie untergehen ließ. Doch es kam noch schlimmer. Der Altdrache erwachte, hob Orr aus seiner Wellengruft empor und Horden untoter Diener entströmten den Trümmern. Seitdem regieren dort Saitans Diener. Wir müssen sie besiegen, bevor wir uns dem Altdrachen stellen. Wir brauchen alle Luftschiffe, wenn diese Mission gelingen soll. Wir brauchen genug Energiekerne, um das Ding kampfbereit zu machen. Wenn Tyria Hoffnung haben soll, müssen wir beenden, was wir begonnen haben. Wir müssen Saitan vernichten. Und mit eurer Hilfe werden wir das tun. Eine Sache noch. Wir müssen euch dafür danken, dass ihr uns wieder zusammengebracht habt. Ich wüsste nicht, was ich dabei getan hätte. Ihr habt uns geführt. Mit Wort und Tat. Ohne euer Beispiel hätten sie, wir, uns nie wieder vereint. Ich wollte sie zwingen. Das war falsch. Ihr habt uns erneuert. Legen wir jetzt los oder quasseln wir Saitan einfach zu Tode? Rettet sie! Haltet eure Stellung!
Das ist angenehm. Haltet eure Stellung. Den Energiekern. Bringt mich auf die Beine.